Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir haben die Patch Notes 8.9. Ich liebe Patch Notes, ich liebe Veränderungen. Hier nochmal ganz kurz ein kleiner Punkt. Ja, ich habe hier das Jungle Change Video gemacht und jedes Mal, wenn ich ein Change Video mache, also mit Änderungen, dann sagen die Leute, boah, LOL geht kaputt und diese Änderungen sind voll doof. Leute, Änderungen sind geil. Ja, ich freue mich jedes Mal überkrass, weil Änderungen bedeuten, dass das Spiel anders wird, dass eventuell wieder mehr Spaß dazu kommt. Als damals der Season 3 oder Season 4 Jungle komplett geändert worden ist, du bist am nächsten Tag in LoL gegangen und hast LoL neu entdeckt. Du denkst einfach so, oh mein Gott, ich habe eine Machete. Oh mein Gott, hier ist ein Jungle-Monster. Und das ist einfach, so, dieses Gefühl ist einfach geil. Naja, deswegen weint nicht so viel, sondern nehmt es an. Selbst jetzt, wo Mage-Items geändert werden, ich bin ein Mage-Main, ne? Ich weine nicht. Also vielleicht innerlich. Nein, Quatsch. Ja, fangen wir an mit den Patch-Notes. Die AP-Items bekommen jetzt weniger Mana, wie gerade schon etwas gesagt. Ich habe hier schon ein Video zugemacht. Ich erspare euch das mal für die Leute, die sich dafür interessieren. Könnt unten in der Beschreibung ist ein Link, aber kurz gefasst weniger Mana zur Verfügung. Ja, durch Items und durch kleine Changes. Allerdings werden auch noch einige AP-Items geändert. Das heißt, der Feindisch-Kodex gibt jetzt 5 AP mehr. Wir haben auf Twin Shadows 10 AP mehr. Das Ding hier kostet ein bisschen mehr Geld. Und aber interessant hier Spellbinder. Spellbinder gibt 20 weniger AP durch Proc. Dafür aber permanent 20 mehr AP. Das ist natürlich ein absolut krasser Buff, ja. Und nochmal 20% mehr Movement Speed. Ich denke, das könnte für Vladimir extrem interessant werden. Ja, gerade Vladimir wird wahrscheinlich sehr profitieren von diesem Patch. Denn Mana-Items werden genervt. Items für ihn, Sonias, Spellbinder, Rylai's, Mage's, alles was er gerne baut, wird alles gebufft. Bei Mage's auch ziemlich cool, muss man hier sagen, kriegt man jetzt diesen Bonus Movement Speed Effekt schon ab 10 Stacks. Ja, das ist sehr, sehr geil, weil du kannst jetzt quasi 10 Stacks auf deinem Mage's, auf deinem Dark Seal sammeln und sobald du es upgradest, hast du instant diesen Movement Speed Effekt. Ja, das heißt, es fühlt sich, und das ist auch quasi die Idee der Änderung, es fühlt sich direkt geil an, wenn du das Item upgradest. Ja, wenn du es bisher upgegradet hast mit 10 Stacks, dann war es okay, du hast ein bisschen AP bekommen, aber das war auch schon alles. Ne? Und jetzt kriegst du halt wirklich was daraus. Ne? Das finde ich cool, ne? Mage's ist ja sowieso sehr, sehr gefährlich. Ich baue sehr, sehr gerne Mage's und deswegen ein Buff für Tobi. Nice. So. Weiter geht's noch, ebenfalls hier, Mages werden auch wieder gebufft, muss man auch an dieser Stelle sagen. Und zwar AP-Damage-Conversion, ja, das heißt, vielen ist wahrscheinlich von euch aufgefallen, einige vielleicht neue Spieler wissen es gar nicht. Ja, AP-Champions haben es deutlich schwieriger, einen Turm kaputt zu machen als ein AD-Champ. Und deswegen gibt es eine AP-Verwertung, ja, das heißt, ihr wandelt 50% von eurer AP in zusätzlichen Schaden um, wenn ihr als Mage einen Turm angreift. Das wird jetzt auf 60% erhöht und vor allem wird dieser Damage komplett in AP umgewandelt. Vorher war es so, ja, es war dein AD-Damage plus 50% AP. Ja, du hast halt ein bisschen AD, ein bisschen AP. Und jetzt wird das komplett zu AP verwandelt. Das ist natürlich sehr, sehr geil, weil es dann auch mit deiner Magic Pen komplett verwertet wird. Na, das ist ziemlich cool. Hier könnt ihr sehen, dass jetzt hier die ganzen Mana-Änderungen dabei sind, ja, ne, aber wie gesagt. Ja, Amumu. Amumu ist ein Champion, den ich im Early Game nicht unterschätzen würde. Der ist ziemlich stark, aber eigentlich spielen ganz wenige Amumu. Ich finde ihn sehr, sehr stark eigentlich. Aber bei Amumu ist das Problem, viele maxen die Q als erstes, weil dadurch sehr, sehr wenig CD drauf ist. Du kannst super oft spammen. Wenn du aber auf die Lane gehst und damit, ja, mit First Q Max einmal das Ding verfehlst, oder selbst wenn du es nicht verfehlst, 120 Mana, du bist instant quasi, ja. Deswegen wird das hier, ich finde 120 auch wirklich zu viel, ne. Wird auf 70 runtergesetzt, ist ganz nett. Caitlyn. Caitlyn, ein Champion, den ich ziemlich kacke finde, aber gibt genug Leute, die sie feiern, ist auch komplett okay. Und zwar bei ihr ist es so, dass sie sich extrem krass heilen kann und zwar mit ihrem Headshot, ja. Das heißt, der Headshot auf Champions bleibt absolut gleich, da verändert sich nichts. Aber wenn sie diesen Headshot auf Minions geschossen hat, da hat sie zusätzlichen Schaden gemacht. Sie hat 150% Damage gemacht und das wird natürlich mit Lifesteal berechnet, ja. Du knallst übelst krass die Rakete da drauf, also oder eine Kugel halt. Und davon kriegst du dann durch deinen Dorans und was weiß ich, was du an Lifesteal alles hast, prozentual was wieder und das ist viel zu viel. Und deswegen wird das auf 100% reduziert. Dr. Mundo finde ich überkrass. Also die Änderung. Er ist aktuell nicht so ultra heftig, muss man sagen. Aber guckt euch diese Änderung an. Das ist sowas von heftig. Ja, das heißt, das ist die HP, die er wiederbekommt, wenn er seine Ultimate aktiviert. Und er bekommt auf... Also erstmal bekommt er überall mehr, deutlich mehr. Und auf Stufe 3 bekommt er sein komplettes Leben einmal wieder. Von 60% auf 100%. Dieser Waffe ist so unglaublich heftig, Alter. Ja, was Mundo auch sehr, sehr gut kann, meiner Meinung nach, ist dem gegnerischen AD komplett auf den Keks zu gehen. Ja, jeder, der mal gegen einen guten Mundo gespielt hat als AD Carry, wird das wissen. Ihr seid AD Carry, der gegnerische Mundo mit Thornmail rennt einfach euch hinterher als AD Carry. Ihr seid Caitlyn, ihr seid, ist egal, was ihr seid. Der rennt euch hinterher, ihr kriegt ihn nicht kaputt, vor allem nicht mit so einer Ultimate. Und er macht sogar ziemlich viel Schaden. Ne? Und das ist, was Mundo kann, ne? Euch auf den Keks gehen und dann später umbringen. Ne? Das ist
Müssen wir mal schauen, wird auf jeden Fall fies. Ja, Garen oder aka der schlechtere Darius, ne? Ich mag Garen, ich spiele ihn sehr, sehr gerne, aber er ist komplett useless im Late Game und generell kannst du immer lieber Darius picken als Garen. Deswegen soll er auch ein bisschen mehr Nützlichkeit bekommen. Kriegt mehr Damage auf seiner Q, ist relativ gut, muss man sagen. Max er allerdings meistens erst als zweites, aber trotzdem ganz nett. Und ein bisschen mehr Resistenzen. Wird ihn helfen, wird cool sein, wird aber nicht krass sein. Ja, Irelia verstehe ich noch nicht so hundertprozentig die Änderung. Und zwar hat Riot gesagt, okay, wir werden am Anfang zusehen, dass sie eher auf die Toplane geht und nicht im Jungle. Ja, das heißt, sie wollten hier und da was machen, aber haben sie dann doch nicht gemacht. Und damit sie nicht stärker im Jungle ist. Und jetzt geben sie aber trotzdem den Buff für den Jungle. Das heißt, dass sie jetzt ebenfalls Refreshes bekommt auf ihrer Q, wenn sie große Monster angreift. Ja. Das heißt, sie kann natürlich auch unabhängig, wenn sie Toplaner ist, hier und da ein paar Plays im Jungle machen. Oder auch am Dragon oder wo auch immer. Aber auch als Jungle-Irelia könnte das jetzt komplett durchgehen. Ja. Kann man, ich denke sogar, Jungle-Irelia ist ziemlich stark. Ne. Dadurch, dass sie mit dem Q jetzt Resets bekommt. Sie hat ein sehr, sehr gutes Gankverhalten mit ihrer E. Also ne, kann direkt auf die Lane springen, E machen. Ich denke, da können wir sie auf jeden Fall sehen. Ne, Ivan sehen wir aktuell gar nicht mehr. Finde ich gar nicht so schlimm, weil Ivan ist richtig nervig. So ein übelster CC-Bot, ne? Bei ihm ist das Problem, dass er im Early Game sehr hart bestraft werden kann. Ja, er markiert seine Viecher und wenn er die nicht gerade smitet, dann kann der Gegner die ihm einfach wegnehmen. Deswegen soll ihm ein bisschen geholfen werden. Das heißt, er kriegt weniger AP abgezogen. Und vor allem die Zeit, wie lange dieser Rahmen da durchgeht, der wird richtig, richtig krass reduziert, ja? Das heißt, vorher hattet ihr 40 Sekunden bis 6 Sekunden von 1 bis 18. Ja, das Geld runter. Und jetzt wird es bis Stufe 15 auf 3 Sekunden runtergehen. Auf eine Sekunde sogar. Hier. Auf 3 Sekunden bis Level 14 und auf eine Sekunde. Wie krass ist das dann? Du markierst die und... Ich meine, das ist okay. Wenn wir fair sind, das ist okay. Sieht aber krass aus. Aber naja, im Late Game machen die meisten Jungler instant die Camps weg. Ne? Deswegen ist es okay, dass er das auch kann. Wobei er ja... Naja. Auf jeden Fall, Rootcaller kriegt auch ein bisschen mehr Breite. Das heißt, das Ding ist leichter zu treffen. Ja, Kaiser. Wurde letztens schon genervt, hat sie komplett gar nicht interessiert. Dieser Nerf wird super hart werden. Der wird richtig krass werden. Erstmal kriegt ihre Q nur noch 10 Raketen, was die AD Kaiser ein bisschen schwächer machen wird. Aber das Wichtigste wird das hier sein. Und zwar ist jedes Missile jetzt als AOE markiert. Ja? Du kriegst also durch Death Stance jetzt nur noch 30% und nicht 100%. Vorher hast du wirklich 100% durch den Damage an HP wiederbekommen. Also durch Death Stance quasi, durch diesen Lifesteal. Und jetzt ist es nur noch 30% oder 33%. Das ist ein ultra krasser Nerf. Ich denke dadurch, dass der Death Stance Build deutlich schwächer wird oder vielleicht sogar komplett wegfällt. Kann sein, dass wir jetzt Crit Kaiser sehen werden. Also das heißt Essential First, Infinity First oder sowas. Absolut möglich. Ja, das ist wirklich horrible. Und Supercharge eine Sekunde weniger, ne? Ich find's gut, dass, ja, dass Kaiser genervt wird, weil ich spiele sie sehr gerne und sie ist kaum spielbar, weil sie permanent gebannt ist und sie ist auch zu Recht zu stark, aber, Kassadin, ich mag Kassadin, ich spiele ihn sehr, sehr gerne, er hat einen unglaublich geilen Skin. Problem hierbei, meiner Meinung nach, ist, Kassadin braucht 374 Jahre, ich habe es an der Zahl ausgerechnet, um zu scalen. Meiner Meinung nach sogar länger als der alte Ase, der schon 346 Jahre brauchte. Das Problem ist, ja, er kriegt jetzt mehr Schild. Das ist cool für seine Early Laning Phase, aber meiner Meinung nach hat Kassadin, klingt ein bisschen komisch, eine richtig gute Laning Phase im 1-on-1. Ja, er kann die permanent die Q aufballern, er hat unendlich Mana, er kann auch zwischendurch seine E machen. Super krasses Last-Hit-Verhalten. Natürlich gibt es Matchups, die nicht ganz so toll sind, aber 1-on-1 ist super geil, nur wenn du gegankt wirst. Dann ist halt richtig scheiße, aber das ist okay. Aber ich finde nicht, dass seine Laning Phase gebufft werden müsste. Irgendwie... Er scaled zu langsam. Wenn er dann natürlich seine Items hat, rastet er aus. Aber irgendwie passt mir halt nicht. Ja, Cannon. Cannon, meine Freunde, gibt es zwei verschiedene Builds. Das heißt, der eine AD Attack Speed Build, der mit On-Hit, und der AP Build. Beide Builds sind gerade nicht so krass und sollen gebufft werden, aber unterschiedlich voneinander, sodass man spürbar hat. Ja, nicht, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt AP, ich gehe jetzt AD, spielt sich beides gleich, sondern der eine Build spielt sich so ein bisschen, der andere so. Das heißt, was gemacht wird, ist beim AD Build, der 5. Auto-Tag, der Blitz-Auto-Tag wird verstärkt. Ja, er macht mehr Damage, ist natürlich auch für AP, aber skaliert jetzt deutlich geiler mit Bonus-Attack-Damage, 100%. Dafür, Achtung, und es skaliert weniger mit AP, ne? Das heißt, der ist, ja, ist auch für AD geil, aber, für AP geil, aber für AD geiler. Dafür wird allerdings der Active für AP geiler gemacht, ja, das heißt... Der AD-Build geht so auf diesen On-Hit-Ding und der AP-Build geht auf diese Active. Hat jetzt deutlich mehr AP-Scaling, also insane viel, muss man sagen. Dafür etwas weniger Base-Damage, damit es nicht ganz so toll für AD-Champions ist.
Lightning Rush wird ebenfalls super krass für Honored Champions gebufft. Und zwar, sobald ihr aus dem Lightning Rush rausgeht, kriegt ihr 30 bis 70% Attack Speed. Das ist unglaublich heftig. Also, wirklich, wirklich heftig. Ne? Dafür verliert er leider seine Resistenzen, aber das... Also, Attack Speed, Honored Cannon, da kann man auf jeden Fall sagen, der wird richtig abgehen, denke ich. Ja, Leona war natürlich unglaublich krass wegen der Aftershock-Meta. Aftershock wurde relativ oft angegangen. Und deswegen kann man jetzt sagen, okay, naja, Leona ist jetzt auch nicht mehr ganz so geil. Da kriegst du mal wieder ein bisschen Liebe und macht jetzt mehr Damage mit ihrer W. Na, das 20 Damage ist auf jeden Fall ganz nett. Vor allem im Early Game 20 Damage ist schon ziemlich viel, muss man sagen. Lux. Meiner Meinung nach ist Lux ein... Ich mag Lux nicht. Ne? Lux ist so irgendwie für mich ein schlechter Roriana. Und gerade im Late Game fällt sie unglaublich ab. Ist super useless, meiner Meinung nach. Das Problem bei Lux ist einfach, so wird es hier auch gesagt, dass sie eine zu krasse E hat und deswegen man ihr anderes Kit nicht so gut buffen kann. Und deswegen wird ihre E jetzt ein bisschen genervt, damit ihr anderes Kit mehr oder weniger besser wird. Ja, das heißt im Prinzip, ihre Q macht jetzt mehr Damage auf Stufe 1. Das ist ziemlich geil, weil die meistens erstmal im Early Game auf Stufe 1 bleibt. Hat immer 10 Sekunden, das ist im Late Game super geil. Dadurch kannst du deutlich mehr Bindings rausböllern und es kostet ein bisschen weniger Mana. Das W gibt jetzt immer 200% Shield, auch wenn kein Verbündeter getroffen wird. Und bei der E, die, habe ich ja gesagt, wird erst genervt. Das heißt, die fliegt langsamer und hat einen deutlich kleineren Radius. Kostet etwas weniger Mana im Late Game, hat dafür aber weniger Cooldown. Ja, gerade das mit den Cooldowns finde ich sehr, sehr wichtig, weil im Late Game, wie gesagt, du brauchst viele Spells als Lux, damit du useless bleibst, damit du ein bisschen Nützlichkeit hast. Ne? Du musst da deine Qs reinspammen, deine E reinspammen, wenn du da alle 10 Sekunden oder alle 14 Sekunden oder was weiß ich da was raushaust, dann ist das zu wenig einfach. Ne? Kannst genauso gut LeBlanc spielen. Ja, im Prinzip, naja, ich denke mal, ein Nerf für alle schlechten Lux-Spieler, für gute Lux-Spieler, die unabhängig von diesen Nerfs ihre E auch treffen können, ist es ein super geiler Buff, ne? Weniger Cooldown ist unglaublich geil, Leute. Glaubt mir das, das ist immer geil. Ja, Rammus kriegt ein bisschen mehr Defense auf seiner W, ist ganz nett. Poppy, bin ich mir nicht so ganz sicher, was wir hier von halten sollen, Leute. Ich bin auch kein Poppy-Man, deswegen kann ich es nicht genau beurteilen, aber wir klamüsern das mal so ein bisschen auseinander. Poppy wird gesagt, ja, auch hier, ich finde, das ist eine coole Änderung im Sinne von, wir buffen das eine, damit wir das, oder wir nerven das eine, damit wir das andere buffen können. Das heißt, Poppy soll schwerer haben, in den Teamfight reinzukommen, aber sobald sie drin ist, soll sie es einfacher haben oder besser sein. Das heißt, erstmal kann sie ihr Brötchen, das sieht safe aus wie ein Brötchen, Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Na, auf jeden Fall kann sie ihr Brötchen weiterwerfen, ist gerade im Early Game gegen schwere Matchups zum Last-Hitten, glaube ich, ganz geil, oder zum Last-Hitten von Champions, wenn die mal wegrennen. Ja, wie gesagt, ihre W gibt jetzt deutlich weniger Movement-Speed. Und auch deutlich weniger Resistenzen. Dafür hat ihre E mehr Reichweite und ihre Ult wird etwas angegangen. Bedeutet, ihre Ult... Ja, Knock-Up-Duration ist etwas tiefer. Allerdings, was wichtig ist, ist, dass die Champions, sobald sie hochgenockt werden, nicht mehr untargetable sind. Das heißt, wenn euch jemand divet und ihr haut den hoch, dann kriegt er weiterhin Tower-Shots ab. Oder wenn ihr im Teamfight jemanden hochhaut, kann er weiter von eurem Team angegriffen werden. Das ist super, super geil. Also... richtig krasse Änderung, gerade für einen Teamfight. Ja, klingt nicht so heftig, ist aber wirklich gut. Und der Base Damage wird hier ganz dezent reduziert. Dafür ist der Hammer allerdings auch ein bisschen flotter unterwegs. Also deutlich flotter. Der fliegt insane flott. Ja, Shyvana, da freue ich mich richtig drauf auf die Änderung, muss ich sagen. Und zwar wird sie AP Fußrodar-mäßig gewafft. Das heißt, hier wird die... Also diese Änderung finde ich geil. Nimm was hier weg, damit du es da hinten hinpacken kannst. Ne? Weniger Ability Power. Braucht kein Schwein. Braucht echt... Also für den Jungle-Tier ist es geil. Doch, muss man zugeben. Aber, ne... Dafür E einfach mal von 0,3 auf 0,7 APs gängen. Das ist super geil. Dann hast du eine richtige Feuerpower. Und die Ultimate ebenfalls nochmal 0,3. Das ist so geil. Da freue ich mich. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Ne? Full AP Shyvana, das wird meins, Leute. Ne? Das soll einfach ist so ein bisschen Fun für die Leute, die da sich sehen und das gerne mal ausprobieren sollen und wollen. Ist das nett. Ja, Sona kriegt ein bisschen mehr Damage, ist auf jeden Fall ganz cool, ne? Das heißt, sie kann ein bisschen besser poken. Syndra ist ein Champion, der unglaublich rewarding ist, wenn sie alle ihre Sphären, also 7 Stück hat. Und es soll auch belohnend sich anfühlen. Allerdings ist es aktuell so, dass es relativ einfach ist, die 7 Phasen oder Sphären rauszuböllern. Ja? Und deswegen sagt man hier, okay, es soll schwerer sein, da ranzukommen. Die Duration, also das Upgrade, ist jetzt also weggenommen worden. Die halten nicht mehr so lange, also 2 Sekunden weniger. Dafür macht ihr aber 15% zusätzlichen Damage an Champions, was ziemlich geil ist. Ja, Talon, hier wurde ein Bug gefixt, wusste ich gar nicht. Ja, also weiß ich nicht, ob das immer so war oder nicht, aber 75 mehr Range ist super geil, vor allem für Talon, der Schwierigkeiten hat, am Gegner ranzukommen. Warwick, meine Freunde, Warwick ist ein Champion, der ist komplett broken bis zum Himmel hin. Und was machen wir da? Hm, okay, wir müssen Warwick nerven. Klar, lass uns 3 AD entfernen. Lass uns, nee, warte mal. Warwick, lass uns mal kurz überlegen. Was kann Warwick? Er rastet komplett im Early Game aus und zackt im Late Game. Hm, okay. Lass uns
ihm im Late Game nerfen. Da, wo er sowieso schon zockt. Und im Early Game, wo er komplett ausrastet, lassen wir uns gleich stark. Hm, weiß ich nicht, ne? Okay, 3 AD weniger. Ne? Ich hätte ehrlich... Ja, weiß ich nicht. Ich hätte es anders gemacht, aber... Man kann immer die Schwächen quasi noch verschwächern oder halt verstärken, damit sie noch schwächer, damit die Stärke, egal, wir gehen weiter. Na, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Ne? Six kriegt ein bisschen mehr Damage auf seine Bomben, das ist auf jeden Fall nett. Und jetzt kommen wir zum Baron Nashor, meine Freunde. Baron Nashor, so ist das Problem so ein bisschen, dass Teams, die keinen Tank haben, unglaublich Probleme haben, den zu machen. Wenn ihr keinen Tank habt, dann habt ihr sowieso schon in der Champion Selection ziemlich hart gefailt, so ein bisschen. Aber, also ich feiere Tanks, alleine weil du eine Person brauchst, um irgendwie reinzugehen, ne? Aber, ja, das heißt, der Damage wird jetzt so ein bisschen verteilt. Er macht nicht mehr so viel Single-Target-Damage auf den Tank quasi, sondern auf das Team. Dadurch können auch Teams, die jetzt keinen Tank haben, das deutlich einfacher haben, so einen Baron zu clearen. Ja, der Base-Damage wird hier also reduziert quasi, dafür hat er aber deutlich mehr AP. Wird also schwieriger sein, den Baron zu rushen. Ich denke, das ist vor allem auch deswegen gut für so einzelne Champions, die den Solo machen können. Ne? Die werden richtig lange brauchen dafür. Und der AOE-Damage wird nämlich jetzt von ihm erhöht. Er verteilt jetzt richtig, richtig viel AOE-Damage. Ist natürlich fies, weil immer mal hier und da kennt man ja die Leute, die dann aus Versehen noch, die mit 3% am Baron stehen und dann noch ihre Spells machen, die werden auf jeden Fall umgebracht werden. Aber, ja, müssen wir mal gucken, ist vielleicht ganz interessant. Ja, Summon Rift Herald, das finde ich super geil, das Upgrade. Das feiere ich komplett, ne? Weil Rift Herald ist jetzt richtig rewarding. Ja, vorher hat er sich nämlich selber immer ziemlich krass geschadet. Sobald er hier auf den Turm zucharged, hat er sich 150 plus 25% Current Health abgezogen. Er hat sich also immer flat, egal ob er noch 200 HP hatte, er hat sich immer noch diese 150 abgezogen. Und jetzt zieht er sich halt immer nur was vom aktuellen Life ab und macht immer 40% vom Turm oder 1500. Ja, super geile Änderung. Was hat das auf die Hacken im Prinzip? Wenn das Team die Möglichkeit hat, hinten das Auge, das wird nämlich gebufft, du machst jetzt 40% Augendamage. Wenn das gegnerische Team hat, die Möglichkeit, also das Auge zu treffen, dann kann man Herald super easy rausnehmen. Aber wenn du den jetzt auf eine Sidelane packst, ja, du machst deinen Infernal Dragon und packst oben den Rift Herald, der kann unglaublich heftig die Tower durchpushen, weil er sich nicht selber kaputt macht. Die aktuellen Rift Herald, die bringen sich einfach mit der Zeit um, ja. Jedes Mal charge er und stirbt einfach mit der Zeit. Aber jetzt macht er den Turm kaputt, macht den nächsten Turm kaputt, macht wieder vielleicht noch einen Turm kaputt. Super geil, dadurch hast du richtig viele Play-Möglichkeiten. Finde ich super nice. Ja, Unsealed Spellbook wird auch nochmal geändert. Im Prinzip nehmen aktuell die Leute Spellbook nur mit für die Flash-Cooldown-Reduction. Oder Summoner-Cooldown-Reduction, auch ich. Wird jetzt... Alter, ich habe mich gerade selber einen Elektroschock verpasst. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall wird es jetzt so sein, dass... Ja, ne, habe ich auch schon mal vorgestellt... Ihr könnt jetzt also der Flash-Cooldown ist komplett weg, Summoner-Cooldown ist RIP. Ja, dadurch für Wladimir jetzt, glaube ich, nicht mehr interessant, muss ich sagen. Aber ihr könnt ab 6. Minute erstmal swappen und dann könnt ihr quasi alle eure Summoners, ihr könnt immer alle 4 Minuten danach swappen. Jedes Mal, wenn ihr aber einmal geswappt habt, wird der Cooldown davon um 15 Sekunden reduziert, ja. Wenn ihr einen Unique-Spell geswappt habt. Das heißt, ihr könnt im Late-Game alle 2 Minuten oder, so, oder 1,5 Minuten oder irgendwie sowas sogar euren Spell swappen und habt dadurch immer die Möglichkeit, okay, ich nehme jetzt das. Weiß ich nicht, ob es geil wird, aber müssen wir mal anschauen, ne? Könnt ihr ja mal gerne mal eure Meinung zu droppen. Ich glaube, für mich ist es nichts, ne? Aber schauen wir mal. Was außerdem noch dazu kommt, meine Freunde, ist fucking, ja, ihr seht schon, Beemo, ja? Teemo Beemo. Wird eine komplette Qual werden, weil Topliner, ihr könnt euch freuen, die Leute werden Teemo spielen, ob sie es können oder nicht. Wobei, das könnte natürlich auch gut sein, aber, ne? Ja. Das war's mit den Patch Notes, Leute. Droppt mir auf jeden Fall eure Meinung, was ihr übel krass feiert oder was ihr richtig scheiße findet. Ich wünsche euch was. Haut rein. Auf Wiedersehen und tschüss.